ist Partytime und er sitzt hier vor so einer Raufasertapete, sagt ihr euch jetzt, ja, was ist das denn für ein Special-Video? Ganz einfach, ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise durch meine ganzen Abo-Videos, wo ich immer Danke zu euch gesagt habe. Und zunächst einmal Danke an euch alle da draußen für 2.500 Abonnenten, was ich wahrscheinlich mehrmals jetzt in diesem Video noch wiederholen werde. Dieses Däumchen erstmal alle für euch da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ich jemals hier sitzen werde für 2.500 Abonnenten. Das habe ich mir wirklich nie erträumen lassen. Ja, jetzt nochmal zurück zu dieser Raufasertapete hinter mir. Das war mein erstes Video, wo ich Danke gesagt habe zu euch für 100 Abonnenten. So, na Leute, wie versprochen, ist mein Tablet, was hier leuchtet übrigens, wollte ich mich mit diesem Video bei euch bedanken. Ja, und zwar für 100 Abonnenten. Das ist jetzt knapp 3 Jahre her und ich sage natürlich jetzt auch gerne nochmal Danke für die 100 Abonnenten und natürlich auch für die 2.500. Ich möchte euch heute mit auf eine kleine Reise nehmen durch alle meine Danksagungsvideos und ihr werdet natürlich dann auch alte Bekannte nachher wiedersehen und Stück für Stück auch die neuen Settings, die ich im Laufe der Jahre eingeführt hatte. Ich habe euch ja gebeten, stellt mir mal Fragen für dieses Special Video. Es sind einige Fragen zusammengekommen und eine war davon, wie bist du darauf gekommen, diesen Kanal zu gründen und warum hast du ihn VR-Bytes genannt? Und ich denke, das passt zum Start des Videos. Ja, warum habe ich den Kanal überhaupt gegründet? Das ist eigentlich sehr, sehr schnell erzählt, weil ich hatte eigentlich schon immer irgendwie vor, was auf YouTube zu machen, irgendwas mit Videoproduktion und so weiter. Nur mir fehlte die Idee. Und ich habe damals sehr, sehr viel Let's Plays gesehen auf anderen YouTube-Channels. Grüße natürlich hier raus an die ganzen Kollegen. Und dann kam irgendwann die Quest auf den Markt, die ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich war im Urlaub damals, werde ich nie vergessen. Und ja, da habe ich mir das Ding einfach bestellt und es passte auch, wo ich dann nach Hause gekommen bin, war das Paket dann im Treppenhaus und habe mich dann im Urlaub natürlich über die Quest so ein bisschen ja, informiert. Und habe ich mir gedacht, hey, da könnte man vielleicht einen Kanal zu starten, Let's Plays, Videos und so weiter. Und wie der Zufall das so wollte, hatte der Patrick von der Zockstube, ich grüße dich natürlich, ja, auch einen Kanal gestartet und er hat das ganze Ding in seinem Wohnzimmer gestartet. Also er saß da wirklich auf der Couch mit seinem Hund, das werde ich nie vergessen. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn man das so einfach machen kann, weil ein Wohnzimmer hast du auch, eine Kamera hast du auch, dann vielleicht kannst du das auch, ja. Also, und das war irgendwie so damals der Start bei mir oder so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass ich mir gedacht habe, hey, das probierst du auch mal. Ich habe damals ohne Greenscreen und so weiter angefangen, einfach nur hier vor meiner Raufasertapete, die Wand habe ich extra damals dafür gestrichen und ja, habe dann mit FitXR angefangen. Nee, BoxVR war es, nicht FitXR, BoxVR. Ja, kann ich leider nie wieder so zeigen, weil das Ding existiert ja nicht mehr als BoxVR, höchstens als PC-Version. Gut, da könnte ich vielleicht nochmal so ein Revival-Video machen, wenn ich gerne möchte. Vielleicht bei 3000, ich schaue mal. Ja, auf jeden Fall bin ich dann hier gestartet. Warum VR-Bytes? Das war eine andere Geschichte. Da habe ich wirklich so 2-3 Tage drüber überlegt, wie nennst du das Kind, wie nennst du das Dingen? Weil der Name, den sollte man natürlich nicht wieder nach ein paar Wochen ändern. Und ihr wisst, ich gehe mal abends raus mit meinem Hund, ne? Und ja, und dann habe ich mir mal so Gedanken gemacht, wie nennst du das Ding? Es muss auf jeden Fall irgendwas mit VR rein. Und ich hatte wirklich so viele Ideen, aber die waren irgendwie alle so meh. Oder es war zu viel Englisch drin, weil ich hätte schon gerne was Deutsches drin gehabt. Gut, habe ich jetzt auch nicht, bin ich ja ehrlich. Aber so waren halt meine Gedankengänge. Ich bin ja ein Kind aus den 80ern. Ich bin mit dem C64 Commodore aufgewachsen. Und da hieß es ja immer Bits und Bytes. Und dann irgendwann kam mir so die Idee, VR ist ja eigentlich auch nichts anderes wie Bits und Bytes. Es sind immer noch Einsen und Nullen, wie man so schön sagt, ne, in der Computersprache. Und dann habe ich mir gedacht, VR Bits hört sich doof an. VR Bytes, das hat was. Das ist ganz, ganz cool, das gefällt mir. Dann habe ich auch mein Logo entworfen und ich bin froh, dass mir mein Logo bis heute gefällt, weil ich bin so ein Typ, dem irgendwas so nach einem halben Jahr ja nicht mehr so mega gefällt oder wo ich mir denke, hey, das könntest du ein bisschen anders machen. Aber mal eben so ein Logo umschmeißen ist natürlich auch nicht mal eben, sollte man auch nicht tun, ja, weil das Logo hat sich natürlich auch mittlerweile ja etabliert, sage ich mal. Und den Namen sollte man natürlich auch nicht ändern. Aber ich bin mit VR Bytes wirklich mega zufrieden, weil es geht ja um Bits und Bytes, ja, um Einsen und Nullen und ja, das passt dann und ich bin immer noch mega zufrieden damit. Okay Leute, das war der kleine Retro-Rückblick, ja, in mein Abo-Video für 100 Abonnenten und ich würde sagen, wir wechseln jetzt rüber für
250 Abonnenten. Ja, für 250 Abonnenten kann ich gleich hier sitzen bleiben. Cool, ne? Ja, das war noch vor der Raufasertapete. Da habe ich immer noch keine Greenscreen gehabt, hatte auch noch gar nicht die Ambition dazu. Und der Sprung damals von 100 auf 250, der ging sehr, sehr schnell. Und da war ich natürlich auch wieder sehr, sehr positiv überrascht. So, ja, ich grüße euch. Ja, wie versprochen, habe ich ja gesagt, bei 250 Abonnenten wollte ich mich nochmal bedanken. Das tue ich an dieser Stelle, ja. Ich habe heute die 250 erreicht. Ich habe mich riesig gefreut. Und ich bedanke mich natürlich jetzt gerne nochmal für 250 Abonnenten an dieser Stelle. Und natürlich auch für die 2.500, die ich jetzt erreicht habe. Dieses Däumchen mal wieder für euch. Ja, gefragt wurde ich unter anderem auch, ob ich verheiratet bin. Und das bin ich seit, ja, dem 6.6.2006. Ist ein cooles Datum, ich weiß, das kann ich mir dann nämlich wenigstens merken. Alles andere würde ich wahrscheinlich immer vergessen, mein Hochzeitstag und so weiter. Und ich bin glücklich verheiratet bis heute. Ja, das war kurz und knapp 250 Abonnenten damals. Und ich würde sagen, wir schwenken jetzt rüber zu 500 Abonnenten. Und da ändert sich jetzt auch so langsam der Hintergrund. Meine alte Steinwand, die jetzt hier hinter mir ist, ja, die Greenscreen hatte Einzug gehalten bei 500 Abonnenten und auch hier natürlich wieder alle Däumchen an euch da draußen, die damals diesen Meilenstein möglich gemacht haben. Moin Leute, ja, schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich möchte mich einfach bei euch bedanken für die 500 Abonnenten, die ich gestern dann doch überraschenderweise ziemlich schnell noch geknackt habe. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und natürlich wie immer, danke für 200.000, ne, habe ich gesagt, sage ich öfters jetzt im Video. Nein, ich freue mich wirklich mega und ich hoffe natürlich, dass euch diese kleine Reise ja ein bisschen Spaß macht. Dann wurde ich gefragt, wie alt ich überhaupt bin und ich bin 47, ich werde dieses Jahr 48, also ich bin schon ja noch nicht ein ganz alter Sack, aber ich gehe so langsam ja auf die 50 zu. Ich hoffe, man sieht es mir noch nicht ganz so an, ne? Aber ich fühle mich eigentlich nicht so, ja, Richtung 50, muss ich gestehen. Ich bin sehr, sehr jung geblieben. Dann wurde ich gefragt, was ich eigentlich beruflich mache, beziehungsweise was ich gelernt habe. Und ich habe Elektriker gelernt, also richtiger Elektroinstallateur. Viele, viele Jahre ist es her. Ich war auf Neubauten, ne? Da musste ich richtig kloppen, stemmen, Kabel verlegen und so weiter. Aber damals gab es noch den Zivildienst und da habe ich in einem Seniorenzentrum angeheuert als Zivi, ja ganz, ganz klar, ne, weil ich nicht zum Bund wollte. Ja, und dann bin ich gleich da geblieben. Also ich bin jetzt 27 Jahre Haustechniker in einem Seniorenzentrum und muss mich da praktisch um alles kümmern, um die Hauswirtschaft, um die Technik und so weiter. Macht mir immer noch Spaß, man kommt nur nicht so viel rum. Also das muss ich wirklich sagen, weil man wirklich ja jeden Tag ja dasselbe Büro sieht, dieselben Leute sieht und dasselbe Haus sieht. Als Elektroinstallateur in einer Firma kommt man natürlich viel mehr rum. Ja. Also man sieht jeden Tag neue Kunden, neue Ortschaften und so weiter. Also das muss man schon können, dass man 27 Jahre immer das Gleiche sieht. Aber mir macht es Spaß und als Elektriker wird man natürlich gerne gesehen als Haustechniker in solchen Einrichtungen. Ja, das waren die 500 Abonnenten, ist auch schon ein bisschen her. Und jetzt kommt man natürlich gleich zu den 1000. Und da habe ich dann angefangen, so langsam die Specials einzuführen. Die Idee damals war noch von mir selber, nämlich Dance Central und Elvis. Ja, ich würde sagen, wir wechseln dann jetzt wieder das Ambiente und schauen mal so, was Elvis heute so treibt. Da ist er nochmal, euer Elvis, ja, 1000 Abonnenten damals, da habe ich mir dieses Kostüm für euch angezogen und natürlich ein bisschen Dance Central getanzt. Das mache ich heute nicht, muss ich sagen, weil ihr mögt ja so den Boogie in diesem Outfit, ne? Habe ich mir übrigens schon für 2.500 Abonnenten bedankt, mache ich jetzt. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich habe mich mega, mega gefreut. So, weiter geht's natürlich mit dem Boogie, den ich euch jetzt zeigen werde. Es sind noch ein paar Lieder übrig, die ich noch nicht gespielt habe. Und das mache ich natürlich jetzt zum Anlass von 2.500 Abonnenten, dass die Party mal so langsam hier beginnen kann. Ich immer diesen ganzen Retro-Gedöne, ne, von damals. Hier fing die Party langsam an und die Stimmung möchte ich euch natürlich jetzt nach Hause übertragen. Ich würde sagen, Quest auf, Boogie on. Okay Leute, ich bin again in Bubble Boogie. Extra für euch für 2.500 Abonnenten. Und ich glaube, das ist was Neues, ne? Dance Rhythm. Okay.
Wir machen erstmal Dance Casual, ne? Wir schauen mal. So, ich guck mal, was wir überhaupt noch nicht kennen. Okay. Rhythm. Dance Party kennen wir natürlich schon, der Klassiker Lost in Night. Okay, machen wir das, ne? Yeah, okay. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around when else the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, let's let our mind and bodies intertwine. If you just say the words, you know I'll take you anywhere. This life is way too short to spend it living through your fear. All you need right now is something to get you better. Just open up to what your heart is saying, don't be scared. Geschafft. Und mir fallen alles hier schon mit alles vom Kopf runter. So. Okay, Leute. Was ist ein Rhythm? Komm, wir machen mal Rhythm. Was haben wir denn da Schönes? Alone. Looking summer fine. Auf hart. Machen wir, komm. Silly moment now when
Fertig. Was? Nein. So, ja, nur 4 Sterne, das war, hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. So, Rhythm ist doof, wir machen natürlich nochmal einen Dance und ich würde sagen, wir machen den Klassiker, oder? Wo ist der Klassiker? Dance Party, ne? Das war der Klassiker und ich würde sagen, den spiele ich euch nochmal. Keep on moving.
it. I want a body tonight. Down, down, down. I want a body tonight. Three. Das ist hot. It. Das ist hot. Down, down. Das ist hot. Yeah, das war der Klassiker. Richtig cool gemacht, wa? Okay, Leute, das war Bubble Boogie zum dritten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich gehe zurück ins Studio. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr euren Spaß gehabt habt mit dem Boogie. Ne? Mal schauen, ob wir da wieder so einen kleinen Clip rausschneiden können. Weil der alte, ja, den haben wir ja schon sehr, sehr oft gezeigt. Oder einen zweiten dazu. Ihr entscheidet natürlich, wie immer, alles in die Kommentare. Also wenn ihr sagt, da ist eine Stelle drin, hey, das muss aufs Clipboard, dann mache ich das natürlich für euch. Aber auch hier natürlich erstmal wieder eine Frage, die ihr mir gestellt habt, nämlich, wie lange arbeitest du an einer News and Talk Folge? Ja, am Anfang ging das noch alles ziemlich schnell. Mittlerweile ist News and Talk ja sehr, sehr gewachsen, ja. Und ja, ich arbeite eigentlich im Kern die ganze Woche dran. Wenn ich in der Woche irgendwas finde, dann werde ich mir sofort die Trailer runterladen, die Bilder, mache mir Notizen. Das Ganze gehe ich Freitag nochmal komplett drüber, schau trotzdem nochmal über alle Seiten, hast du was übersehen. Die Charts mache ich freitags abends. Ja, und samstags sitze ich da locker auch nochmal ein, zwei Stunden dran. Also ich sage mal so, summa summarum, so eine News and Talk Folge, die frisst bestimmt 4 bis 5 Stunden Vorbereitungszeit, aber über die Woche verteilt. Aber ich mache das gerne, es macht mir mega, mega Spaß. Aber irgendwie, ja, wird es immer mehr Zeit, weil ich immer mehr einbaue in News and Talk. Aber auch das habe ich natürlich euch zu verdanken, weil ihr macht die Show zu dem, was sie geworden ist. Und ich hoffe natürlich, dass ihr News and Talk treu bleibt. Mir natürlich auch, ne? Und ja, das dazu. Ja, weiter geht's natürlich mit 1500 Abonnenten. Und dort habe ich kein Special gemacht im großen Sinne. Aber in der Zwischenzeit ist noch jemand anders aufgetaucht. Und ja, der wird mich jetzt ablösen und dann schauen wir mal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und schon sind wir bei 1500 Abonnenten angekommen, wo es damals kein Special gab. Ja, ich grüße euch, ihr schaut für Arbeit, ich bin's der Sascha und ich möchte mich mit diesem Video einfach ganz kurz und knapp bei euch bedanken für 1500 Abonnenten. Ich habe mich da kurz und knapp bei euch bedankt, habe ein Gewinnspiel rausgeworfen und ich bedanke mich jetzt natürlich nochmal bei euch für die 1500 Abonnenten und natürlich auch für die 2,5. Ich habe immer noch mega Spaß in den Backen. Ja, aber nach den 1500 Abonnenten, da kam was, nämlich das Questlabor. Und der Professor hat mich echt gebeten, baue mich doch irgendwie hiermit rein. Ja, weil ich gehöre zwar nicht zu den Abo-Videos, aber es war doch wieder so ein kleiner Meilenstein. Ja, nach 1500 Abos und ja, ich kann dem Professor einfach nicht Nein sagen. Also würde ich sagen, holen wir uns jetzt den Professor. Bin ich jetzt dabei? Bin dabei! Ja, ich freue mich natürlich mega, dass ich hier bei diesem kleinen Special-Video dabei sein darf als Professor des App-Labors. Auch an dieser Stelle wurde natürlich wieder was gefragt, was ich euch jetzt gerne beantworten möchte, nämlich was meine bessere Hälfte, also meine Frau, hier zu meinem Hobby sagt, zu meiner Leidenschaft für VR, für den Kanal und sie steht voll hinter mir. Ja, so kann ich das kurz und knapp beantworten. Sie unterstützt mich, möchte aber nicht selber vor die Kamera. Finde ich auch ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, man kann sie nicht zwingen und ich respektiere das natürlich. Aber da ist alles im grünen Bereich. Wie gesagt, sie unterstützt mich. Und in einem Video war sie auch damals dabei bei Do You Copy. Ich habe euch das hier mal angepinnt. Ne? Könnt ihr euch gerne anschauen. Da hört ihr dann meine Frau, wie wir zusammen Do You Copy gespielt haben. War übrigens auch ein AppLab-Titel. Passt. Ja, außerhalb des Questlabors habe ich natürlich sehr, sehr viele AppLab-Spiele gezeigt, die etwas größer waren, die aufwendiger waren, die jetzt nicht so in das Questlabor gepasst haben, weil dort zeige ich ja immer kleinere Sachen mit anderen YouTubern zusammen, die ich an dieser Stelle alle grüße, das ganze Team grüße ich, hallo. Ja, das nächste Questlabor steht an, ich weiß, wir arbeiten dran. Ja, und dann habe ich natürlich damals Izzy gezeigt und Izzy durfte ich nie als Professor besuchen und ich finde, Izzy ist mittlerweile auch eine kleine Größe geworden hier auf meinem Kanal und deswegen heute ein ja, Revival mit Izzy. Ich besuche sie nochmal in diesem Outfit, mal schauen, was sie zu mir sagt, ob sie auch mit so einem alten Knacker, mit so einem Professor Beachvolleyball spielen will. Das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Prof
versus Easy. Hallo Easy, ich bin wieder da. Hallo Easy. Hi, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Kaffee trinken, Beachball spielen und was weiß ich. Yeah, Easy. Wave your hands and say hello. Hello Easy. Yeah, Easy kommt. Hi, Easy. I'm Andy. Ja, ja, komm mal her, du. Ja, klar, ich spiele mit dir gerne. Ja, wir haben eine Lot of Fun, okay. Du siehst immer noch so genial aus wie damals. Ich habe dir nicht zugehört. Komm, Kaffee trinken, Beachvolley spielen wir nicht. Kommst du mit? Ach komm, Easy. Hi, Easy. Hi, hallo. Okay. Erkennst du mich überhaupt hier mit den Haaren? Die fallen mir übrigens fast runter, ne? Weil das passt irgendwie nicht. Okay, komm, wir spielen Beachvolleyball. So, zack, zack. Ich stehe aber irgendwie schief. Easy, ich muss dich einmal gerade machen. Was ist das denn? Okay. Ich muss von der Seite spielen. Okay, ich spiele mal von der Seite, ist egal. So, Easy, ich habe es wieder verlernt, aber das ist, weil du so geil aussiehst. Deswegen, ich kann mich nicht konzentrieren. Also, wenn ich dich sehe, so Easy, das ist Wahnsinn. Ich habe dich so vermisst. Ich bin froh, wieder hier sein zu dürfen, Easy. So, ach, vors Netz. Ich kriege nichts auf Kette hier. Easy macht mich voll wuschig hier, muss ich sagen, Leute. Achso, ich darf... So, aber jetzt mal. Hättest du jetzt mal hinrennen können, Easy. Komm für mich. Easy will surf. Okay, ich habe noch nicht einen Punkt gemacht. Also, ja, ich bin hier total... So, aber jetzt. Was war das denn? Easy. Easy zieht mich schon wieder ab. Okay. Oh, ich kann es nicht mehr, Leute. Guck mal, 6-0 für Easy. Aber Easy, ich liebe dich und deswegen lasse ich dich gewinnen. Das ist echt so. Ja, Easy, Easy. Ah, Easy, der kommt noch. Fast. Hättest du mal hinterher springen können ins Wasser. Okay. So, aber jetzt. Das gibt's ja nicht. Ich kriege hier nichts auf Kette. Easy, du bist im Video. Ich bin im Video. Ich blamier mich hier bis auf die Knochen, ey. Komm. Yeah, Easy, wir haben Ballwechsel hingekriegt. Ich habe irgendwo vorgehauen, Easy. Ich weiß nicht, was hier ist. Ach, da ist schon meine Leinwand. Nur weil du schief stehst, Easy. Ach, scheiß, Easy. Easy, komm, wir gehen Kaffee trinken. Das hätte doch keinen Sinn mehr, ey. Easy is the winner. Ja, scheiß. Komm her, komm rüber. Yeah, Easy, komm. Great game, but you lost, sweetie. Ja, für dich verliere ich immer. Ja, ein bisschen. Du musst mir noch ein bisschen was beibringen. Du bist echt toll, Easy. Ich liebe dich. Kommst du mal in News and Talk rüber? Ja, da wollen dich alle kennenlernen. Das wäre echt mega, wenn du dich mal dazusetzen würdest. Ja, da würde ich mich echt mega, mega freuen. Warum das jetzt hier alles schief ist, weiß ich nicht. Ach, guck mal, wenn ich das jetzt so drehe, dann kriege ich es gerade, ne? So, dann müsste ich mich jetzt einmal komplett umdrehen. Guck mal, Easy, das kriegen wir hin. Wo ist ja mein Leinwand? Da, okay. So, guck mal, Easy, jetzt können wir auch gerade spielen, oder? Nee. Da ist mein Leinwand. Ich sehe nichts, Leute. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier stehe. Wo ist denn mein Leinwand? Wo ist meine Leinwand? Ach, da ist sie. Okay. Ich glaube, das passt. Komm, wir machen nochmal eine Runde. So. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, ne? Oder auch nicht. Da ist die. Nee, ich stehe schon wieder falsch. Ist doch scheiße, Easy. Ach komm, ist egal, Easy, komm. So. Zack, sofort ein Punkt hier. Ja, jetzt habe ich Easy voll aus dem Konzept gebracht mit meiner Greenscreen. So, Easy, komm, du kleines Schnuckelchen, du. Ach scheiß. Okay, ich guck mal, ob ich noch mal ein bisschen was zentrieren kann hier. Okay. So, die Leinwand da, jetzt müsste ich so spielen, das ist scheiß, das passt nicht. Okay, ich drehe mich nochmal zu Easy. Da müssen wir jetzt durch, Leute. So, da ist mein... Das ist doch scheiß hier. Das war damals, glaube ich, auch schon, ne? So, jetzt stehe ich vor der Leinwand, das möchte ich nicht. Und... Okay. Ich drehe nochmal Easy. Easy, wir drehen uns immer ein bisschen. So, jetzt ist die Leinwand hinter mir, jetzt passt es, ne? Yeah! Oh! Scheiß. Ja, gehört dazu. Ja, Leinwandgedöne mit Easy. Easy, du machst mich fertig, ehrlich. Ah, ich kriege hier nichts hin. Ich bin voll aus dem Konzept hier, Easy. Deine Schönheit blendet mich hier total. Ach, ich muss. Ich habe schon wieder zu feste, ne? Ja, ich muss immer hart. Also, das geht gar nicht. Also, Easy, du machst mich fertig, ey. Easy. Ach, shit, vors Netz.
Ich habe sie, glaube ich, einmal geschlagen damals im Video, ne? So, ein bisschen langsamer. Izzy, ich verliere die Haare vom Kopf hier, ey. Das ist doch scheiß. Izzy will surf. Izzy. Der kommt noch. Fast. Okay. Ach, der Papagei hier, so. Komm, guck mal, Izzy. Da kannst du noch mal fangen. Also die Ballphysik ist echt ein bisschen komisch bei dem Spiel. Aber Izzy ist hervorragend. Izzy ist einfach Granate. Der war fast auf der Linie. Ja, ich will ja nur, dass Izzy gewinnt. Ich lasse Izzy immer gewinnen. Weil Izzy freut sich dann und geht vielleicht mit mir echt mal Kaffee trinken. Oh, da war wieder nichts, Izzy. Machen wir noch einen. Yeah, Izzy freut sich. Ich freue mich für dich mit, Izzy. Hast du super gemacht. Mega. Great game, but you lost, sweetie. I think yeah, you should take you some win, lessons. Sweetie. Yes, you win, sweetie. Komm, einmal noch. Bin ja gar nicht so. Okay. Danke, danke, wie sie immer läuft. Ne? Izzy, Izzy. Du stehst nicht im Feld. So. Yeah, einen Punkt gemacht. Wow, hey, ich kann's, ich hab's voll drauf, Leute. So, Ballwechsel. Ach, Papagei, pass auf. So. Was war das denn? Ein Punkt für mich, ne? Yeah, easy, jetzt, ja. Jetzt zeige ich dir, wo der Hammer hängt, ey. So. Ach, hast aber Glück gehabt, ne? Habe ich aber extra für dich gemacht, ne? Kleine Izzy, Izzy, was denn? Izzy, da flutscht mir voll der Ball aus der Hand, wenn ich dich nur sehe, ey, ehrlich. So. Ach, nicht fest genug. So viele Bälle, die hier sind, ne? Okay, ein richtiger Ballwechsel, Leute. Und ich war wieder zu doof. Schade, Izzy. So, komm, Izzy, komm. 5-2. Ich zieh dich jetzt einmal ab hier, komm. Yeah! Oh, wow! Oh, wow, yeah! Oh, shit. Ja, das ist egal. So. Wow. Okay, hat die gestöhnt oder habe ich das nur so, dass die hat gestöhnt? Izzy, es ist Volleyball. Außerdem bin ich verheiratet. Oh, 8-3. Komm, Izzy. Izzy, Izzy, Busy. Izzy, Izzy, Busy. Ey, was war das denn? Nee. Ah. Der war schon wieder zu weit, ne? Izzy hat mich völlig hier Kolone gemacht. Ja, hast du dreimal gewonnen. Izzy is the best. Izzy is a winner. Izzy is Beach Volleyball Königin. Okay, Izzy, ich würde sagen, da kommst du nochmal, ne? Great game, but you lost, sweetie. Ja, ich hab. I think you should take some lessons. Ja, ich komme irgendwann nochmal wieder, machen wir noch ein paar Lessons, aber dann mach ich die Kamera aus, dann müssen die nicht alle sehen, was wir dann alles noch so Schönes machen hier, ne? Und so. Ja, war auf jeden Fall wieder schön, dich wiederzusehen und vielleicht irgendwann ein dritter Turn, ne? Das entscheiden aber hier Leute, die da zuschauen, die Zuschauer und so weiter, kennst du gar nicht, ne? Sind total dufte Leute da draußen, ne? Jungs und Mädels, eine super mega VR-Community. Grüße hier von mir und natürlich auch von Izzy. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mit Izzy einen Kaffee trinken und ihr schaut weiter. Das war nochmal Izzy. Ich habe mich echt gefreut, sie nochmal wiedersehen zu dürfen. Dreimal geloost habe ich, aber das liegt wirklich daran, weil Izzy so toll ist. Ich kann mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren. Ich muss mich immer auf Izzy konzentrieren. Ja, hat mir auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es natürlich auch Spaß gemacht, Izzy nochmal wiederzusehen. Und jetzt kommen wir natürlich zum 2000er Special. Und aus dem Professor wird natürlich gleich bei der Macht von Grayskull He-Man. Hier ist er, euer He-Man aus dem 2000er Abo Special. Und nochmal danke an die 2000 Abonnenten und natürlich auch an die 2500 jetzt. Ich freue mich natürlich immer noch mega He-Man. Kommt her, ihr. So, weg. So bloody? Ja, aber immer doch bloody.
Ich werde euch heute aber kein Hellspit Arena zeigen als He-Man, sondern, weil es eine Jubiläumsshow ist und ich ein bisschen Musik reinbringen möchte, Beat Saber. Aber bevor wir damit durchstarten, natürlich noch eine Frage, die ich euch beantworten möchte. Nämlich, welches Spiel wünschst du dir sehr gerne in VR, unabhängig davon, ob ich es streamen oder zeigen möchte? Die Antwort ist kurz knapp Forza Horizon 5. Ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Viele wünschen sich dieses Spiel auch in VR. Aber ich würde auch noch sehr gerne Halo, Gears of War, Wing Commander, Diablo. Die würde ich alle sehr, sehr gerne in VR zocken. Aber das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben. Bei Forza, vielleicht eines Tages habe ich ja noch so ein bisschen Hoffnung, dass wir das noch in VR sehen werden. Aber die anderen Titel glaube ich eher nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, ich hole jetzt meine Lichtschwerter raus und dann machen wir eine Runde He-Man Beat Saber. So, euer He-Man ist in Beat Saber. Ich hoffe, die Haare sitzen vernünftig. Ich konnte sie nicht wirklich kontrollieren. Die Perücke sitzt sehr, sehr locker. Ich hoffe, mir fallen gleich nicht die Haare vom Kopf. Werden wir sehen. Ich als He-Man Beat Saber und ich werde euch Overkill spielen. Ich liebe dieses Spiel, ich schaffe es meistens nicht und ich werde es erstmal ohne No-Fail spielen, also das bleibt erstmal aus. Sollte ich es nicht schaffen, spiele ich es ein zweites Mal mit, ja, No-Fail. Okay, ich würde sagen, ich mache schön laut, zurücklehnen und ab dafür! Ja, das ist der Punkt, wo ich es dann nicht mehr schaffe, aber ich habe die Handschnallen nicht dran, Leute. Und deswegen, He-Man, nochmal das Ganze. Auf geht's.
Ja, die Stelle schaffe ich leider nicht. Ah, schade. Okay. Da machen wir noch Fail. He-Man hat die Macht, der darf das. Okay, Leute. Nochmal. Mit den Jahren von Gott geflogen, glaube ich, ne? Alles gut. Ich hab's geschafft. Hey! He-Man! Okay. So. Ja, war ein bisschen geschummelt, aber cooles Lied, kann ich euch nur empfehlen. Ist, glaube ich, kostenlos, oder? Weiß ich nicht, Monster Cat, ist egal. So, ich gehe zurück ins Studio und setze mir die Haare wieder auf. Bis gleich, Leute. Ciao, ciao! Ja, jetzt sind wir am Ende der Show angekommen. Ich hoffe natürlich, dass ihr euren Spaß hattet und ich habe mich schon bedankt bei euch für 2500 Abonnenten. Nein, doch, ich bedanke mich nochmal für 2500 Abonnenten. Ihr seid eine mega, mega geile Community. Ihr habt das geschafft, dass ich heute hier stehe, dieses Video aufnehmen darf, dass ich mich so freue. Hätte ich am Anfang wirklich nie erwartet. Und die kleine Reise jetzt von 100 Abos bis jetzt, hatte ich mir so überlegt und ich hoffe, dass sie euch zugesagt hat. Alle Charaktere waren wieder mit dabei. He-Man, der Professor, Elvis, auch die sind nur durch euch entstanden. Hättet ihr diesen Kanal nicht so groß gemacht, würde es die gar nicht geben. Ja, jetzt gibt es natürlich noch eine Frage. Ich hatte ja zu Fragen aufgerufen für dieses Video. Und ich wurde gefragt, hast du schon mal überlegt, alles hinzuschmeißen, aufzugeben? Und warum und wieso? Und wenn du daran gedacht hast, warum hast du weitergemacht? Also, aufgeben,
Den Gedanken hatte ich schon mehr als einmal. Das muss ich ganz, ganz ehrlich an dieser Stelle gestehen. Das sind immer so Tage, so Momente, wo absolut nichts läuft. Ja? Man arbeitet, man rackert, man macht, man tut, man lädt Videos hoch und man meint, jetzt passiert irgendwas ganz, ganz Tolles. Und dann auf einmal setzt der Umkehrschluss ein. Ja? Auf einmal verliert man Abonnenten, wo man dachte, hey, du hast jetzt so ein knaller Video rausgehauen. Ja? Dann läuft es mal mehrere Tage nicht, wo man sich denkt, hey, warum machst du das Ganze überhaupt noch? Aber wenn ich dann eure Kommentare lese, dann weiß ich, warum ich das mache und ich werde natürlich auch so weitermachen. Aber ich glaube, jeder hat mal so eine Depri-Phase, wo es dann nicht läuft, wo man sich dann denkt, hey, warum ist auf der Arbeit genau dasselbe? Ja, man locht sich krumm, meint, jetzt kommt der Chef und klopft dann auf die Schulter und dann macht es aber nur Watsch. Ja? Und dann denkt man sich, ich schmeiße den ganzen Scheiß hier hin, für was mache ich das überhaupt? Aber ich glaube, das ist absolut menschlich und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich hege keinen richtigen Gedanken aufzuhören, da müsst ihr keine Angst haben. Es ist vielleicht auch einfach, dass man zwischendurch einfach ja überarbeitet ist. Ne? Man hat einfach zu viel reingesteckt, man hat keinen Power mehr. Also keine Sorge, den Gedanken, ja, hatte ich schon mehrmals, aber durchgezogen habe ich ihn noch nie. Werde ich auch erstmal nicht, also keine Angst, ich bleib euch erhalten. Dann gibt es natürlich jetzt auch noch ein Gewinnspiel, ganz, 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 ganz klar. Zu einem Jubiläum gehört das natürlich dazu und ihr habt natürlich wieder die freie Auswahl. Quest Store, Steam Store, schreibt einfach euer Wunschspiel hier unten rein. Und in der nächsten News and Talk Ausgabe, ich weiß jetzt nicht genau welche, nächste, übernächste, ich schreibe es dann in die Videobeschreibung, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, wann ich das Video raushaue, lose ich das dann mit aus. Aber ich sage das ja immer bei Wunschspielen, natürlich nur reguläre Spiele, die so 50, 60 Euro kosten max, ja, also nicht irgendwelche 300 Euro Bundles oder irgendwelche Ominositäten aus dem App Lab Store, die 800 Schleifen kosten oder so. Also euer Lieblingsspiel, Quest Store, Steam Store, Rift Store, wie ihr gerne möchtet, schreibt das wie gesagt in die Kommentare und natürlich dürft ihr auch reinschreiben, wie euch die Show gefallen hat. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ja, also die Fragen waren noch nicht ganz zu Ende und dann wurde ich gefragt, wie machst du das? Wo nimmst du die ganze Zeit her, jeden Tag ein Video rauszuhauen? Jetzt willst du demnächst noch live gehen, du machst News and Talk, dann machst du die Specials, Questlabor, was weiß ich. Wie bekommst du das hin? Ja, da habe ich mich dann wirklich mal 5 Minuten hingesetzt und habe selber darüber nachgedacht, wie bekomme ich das überhaupt hin? Ja, es ist natürlich alles gnadenlos durchstrukturiert. Mein Tag läuft komplett. Ich weiß, wann ich abends aufnehme, wo ich die halbe Stunde dafür Zeit habe. Schneiden mache ich über den ganzen Tag verteilt. Ich habe ein MacBook, ja. Dort kann ich immer Stück für Stück schneiden, egal wo ich bin. Auch gerade auch auf der Arbeit, ne? Mittagspause, Frühstückspause. Also ihr merkt schon, ich habe nicht wirklich Pause auf der Arbeit. Auch da wird der eine oder andere kleine Schnitt mal gesetzt. Und rendern tut das Ding natürlich, ja, da wo ich es hinstelle, da ist es egal. Nachts, ne? Morgens, ist egal. Ich habe natürlich auch noch ein iMac, denn ich habe eine portable Festplatte, die ist komplett gespiegelt für das MacBook und auch für den iMac. Das heißt, wenn ich die Festplatte abziehe, an den iMac dran stecke, kann ich hier zu Hause an der Stelle komplett da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Das verteile ich natürlich über die ganze Woche hinaus, was das Schneiden angeht. Es ist ja im Kern eigentlich immer das Gleiche, also mittlerweile ist man ziemlich flink geworden. Ja, es gibt natürlich immer so ein paar Videos, die immer ein bisschen Probleme. Aber so im Kern funktioniert das schon. News and Talk mache ich über die ganze Woche verteilt, ja, so Stück für Stück, happenweise, wenn ich was finde, zack, ab ins Handy oder zack aufs MacBook und ja, samstags dann nochmal 2-3 Stunden, ja, News and Talk zusammenbasteln, so meist 2 Stündchen. 3 sind es nicht, 2. Freitags abends mache ich die Charts für euch. Ja, und abends um 19 Uhr ist immer Aufnahmetime bei mir, so bis 20 Uhr. Also in dieser Stunde nehme ich meist immer auf. Und am Wochenende nehme ich schon ein bisschen was im Voraus für euch auf, meist am Sonntag. Also wenn ihr sonntags frei habt, dann gebe ich Gas, so wie heute. Ja. Ja, ihr merkt schon, viel Freizeit habe ich leider nicht mehr. Meine Freizeit beginnt eigentlich dann, ja, wenn ich Feierabend habe. Ich bin so um 16:30 zu Hause. Und dann bis 6 Uhr, da gönne ich mir wirklich dann ruhige Zeiten oder ich mache so ein bisschen was, Kommentare beantworten, schaue ein bisschen über den Discord und so weiter. Ist jetzt auch nicht 100% Freizeit, aber es hat da nichts mit Videoaufnahmen zu tun. Und dann um 18 Uhr ist immer Hundetime bei mir, das ist auch ganz, ganz fest geplant. Und wir haben jetzt, wo ich gerade aufnehme, 5:05, das heißt, ich muss mich sputen. Und ja, 19 Uhr, wie gesagt, ist dann Aufnahmetime bis 20 Uhr und dann von 20 Uhr bis zur Bettruhe habe ich dann nochmal
Freizeit. Ja, ist ein hartes Leben, möchte ich es mal so nennen, als YouTuber, aber es macht mir Spaß. Es hat mir 2500 Abonnenten gebracht, habe ich mich schon bedankt. Ne? Ich bedanke mich nochmal bei euch für 2500 Abonnenten. Ich bin echt mega, mega, mega happy, super. Und ja, so sieht mein Tag aus. Und deswegen natürlich auch der Multiplayer-Mittwoch, den ich eingeführt habe von 7:30 bis 8:30. Ja, den habe ich mir zeitlich so gesetzt. Und die Stunde möchte ich dann auch gerne einhalten, weil ihr merkt schon nach hinten raus, bisschen Freizeit und so weiter. Und der Mittwoch fehlt mir natürlich jetzt in meiner Planung, wenn ich Videos aufnehmen will. Also ist alles sehr, sehr streng strukturiert. Und das Livestreaming, was ich noch einführen möchte, das ist erstmal für den Multiplayer-Mittwoch gedacht. Dass ich den direkt live streamen kann, dass ihr direkt dabei sein könnt, wenn wir ja im Multiplayer was zocken. Aber ob später noch anderes Livestreaming kommt, ja, wahrscheinlich, ich kenne mich. Aber schauen wir mal. Okay, Leute, das waren all eure Fragen schön im Video verteilt. Ich hoffe, alle Fragen wurden beantwortet. Wenn ihr jetzt immer noch Fragen haben solltet und ihr habt das leider verpasst, mir die vorher zu schreiben, dann schickt mir die gerne, wann ihr wollt, wie ihr wollt und was ihr wollt. Und in News & Talk kann ich die natürlich gerne beantworten und dort eine Fragesektion eröffnen, ja, die ich dann jeden Samstag präsentiere mit euren persönlichen Fragen. Das ist gar kein Problem, würde ich gerne einbauen. Mal schauen, ich kann Samstag natürlich nochmal drauf hinweisen. So Leute, das war das Jubiläum, 2500 Abonnenten, ein kleines Special. Es waren keine neuen Kostüme dabei, das kommt bei 3000, das habe ich versprochen. Und natürlich Kostümvorschläge an mich. Kostüm und Spiel. Und bei 2750 Abonnenten gehen alle Vorschläge in eine Abstimmung, wo ihr dann abstimmt, ja, und das mit den wenigsten Votes, diese Kombination aus Spiel und Kostüm, wird dann entfernt und es startet eine neue Abstimmung. Und das Ganze dann bis zu 3000 Abonnenten. Ich bin gespannt, was ihr euch einfallen lasst. Die ersten Kostümvorschläge habe ich schon in News & Talk präsentiert. Okay Leute, jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf die nächsten 500 Abonnenten, damit wir die 3000 ziemlich schnell erreichen. Ich bin schon gespannt, ich freue mich schon. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr das von mir gewohnt seid. Jo, ihr wisst schon, bis zum nächsten Video, ne? Hier, die Listen habe ich diesmal nicht in diesem Video, habe ich mir jetzt gespart. Dafür bekommt ihr nochmal das schöne Intro als Outro. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Geilste Community ever. Vielen Dank für 2500 Abonnenten.